Heute Abend ist es meine Ehre, einen Journalisten vorzustellen, der schon ganz früh gemerkt hat, was die wirkliche Dynamik ist von diesem arabischen Frühling in 2011 im Nahen Osten und auch in Washington und in westlichen Hauptstädten. Herr Cockburns kürzlichstes Buch ist wirklich zur rechten Zeit erschienen. Die Dschihadis return, die Dschihadisten kehren zurück. ISIS and the new Sunni uprising, ISIS und der neue Aufstand der Sunniten. This is a very good moment to meet because this is a year which something ich finde, dass in diesem Jahr etwas wirklich Außergewöhnliches geschehen ist im Nahen Osten. Der Islamische Staat hat sich entwickelt, ISIS. Is currently besieging und belagert jetzt Kobane. And this particular week, I think, in dieser Woche, glaube ich, ist auch ein ganz wichtiger Moment im Nahen Osten, in Irak und in Syrien und der umliegenden Länder. In den letzten Tagen in Kobane, das ist eine syrisch-kurdische Stadt an der türkischen Grenze, und ISIS ist dort in die Fort oder in die umliegenden Orte von Kobane eingedrungen. 165.000 Menschen sind geflohen und die Türkei hat gesagt, sie würde nicht helfen. Die USA hat viel bombardiert, um zu versuchen, ISIS aufzuhalten. Aber vielleicht werden sie darin keinen Erfolg haben. Es ist so wichtig, weil es ein kritischer Punkt ist im Plan von Präsident Obama, um das zu tun, was er eine Zerstörung der ISIS nennt. Die USA hat am 8. August in Irak angefangen zu bombardieren und hat das ausgedehnt auf Syrien am 23. September. Und es gab da viel Mutmaßungen, wie man ISIS eliminieren können würde. Und man hat sich gefreut über die ersten Bilder, wo da Rauch hochstieg und wo man sah, dass man die verschiedenen Gefährte und Häuser, die man ins Ziel genommen hat, zerstören konnte. Aber es ist nicht geschehen. Es ist nicht nur nicht so, dass ISIS nicht zerstört wurde, sondern ISIS verbreitet sich sogar noch, sogar in Kobane und an anderen Orten von Syrien, und ich werde später noch darüber sprechen, auch im Irak. Ein Grund, weshalb wir von Kobane wissen, ist, weil das an der Grenze der Türkei ist und die Journalisten das sehen. Aber es gibt viele Kämpfe und große Gewalt in Syrien und Irak an vielen Orten, die niemand sieht, weil Journalisten so wie ich dort gar nicht hingelangen können. Sonst hacken sie uns den Kopf ab. Auch lokale Journalisten können oft dort nicht hingehen, weil es so gefährlich ist. Und der ISIS hat einen 11-Punkte-Führer für Journalisten herausgegeben und gesagt, wenn sie diese 11 Punkte nicht befolgen, bringen wir sie um. Das heißt, es gibt zu wenige Informationen, die nach draußen gelangen. Der islamische Staat, sogenannte, den man am 29. Juni angekündigt hat, dehnt sich jetzt von der iranischen Grenze nordöstlich von Bagdad aus über Nordirak, dem Euphrat hoch in Ostsyrien bis dort, wo Aleppo ist. Und das ist ein Gebiet ungefähr so groß wie Frankreich. Es ist wirklich ein sehr großes Gebiet und wird nicht kleiner. In Irak, which is a country I've been going to since the 1970s. Im Irak, und das ist ein Land, welches ich seit 1970 bereise.
finden wir immer noch viele Überraschungen. Alle fokussieren sich auf Kabane und gleichzeitig ist der Islamische Staat vorgedrungen nach Westbagdad und haben dort Garnisonen von Irak überrannt, haben viele Ausrüstungen eingenommen, trotz der Luftanschläge von Amerika. Es funktioniert also wirklich nicht. Der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass der Islamische Staat 3 oder 3,5 Monate, nachdem sie Mosul im Nordirak eingenommen hatten, immer noch am Wachsen ist und immer noch mächtiger wird. Und wenn man versucht, sie durch Luftangriffe allein zurückzuschlagen, funktioniert das nicht. Why is this happening? Warum geschieht dies? One reason is, the type of enemy. Einer der Gründe ist die Art des Feindes, der man im Irak gegenübersteht, macht, dass die Armee immer noch sehr schwach ist, der Staat sehr korrupt ist. Ich habe mit einem irakischen Politiker gesprochen, früh in dieser Woche, und gefragt, warum kämpft denn die irakische Armee nicht dagegen? Und dann erzählte er mir eine Geschichte, dass der General der irakischen Armee am letzten Wochenende ihr einzige gepanzerte Division, die 180 Panzer haben sollte und 10.000 Soldaten, er dort nur 68 Panzer vorgefunden haben und 2.000 Soldaten, obschon man 10.000 bezahlt. Wieso geschieht das? Weil das sind Geister in dieser Armee, die gar nie existiert haben als Menschen, aber irgendjemand nimmt ihren Lohn ein. Und etwas anderes, das oft geschieht, ist, dass man zur irakischen Armee geht und bezahlt wird, aber dass den halben Lohn den Offizieren abgibt und dann ist man gar nie in dem Militärlager. Und so hat ISIS nicht wirklich einen mächtigen Gegner. Es ist auch wichtig zu sehen, was in Kobane geschieht, weil das bedeutet, dass es die Türken und Kurden auseinanderreißt und trennt. Für die Kurden ist das der Kampf ums Monopoly. Sie versuchen, hier aufzustehen gegen diese Übermacht und sie denken, dass die türkische Armee ihnen in den Rücken gefallen ist und ihnen keinen Nachschub durchkommen lässt. Und dass die türkische Regierung entschieden hat, dass es im Interesse des Islamischen Staates ist, diese Zerstörung zuzulassen. Und in den letzten 24 Stunden gab es da Aufstände, es gab Demonstrationen überall in der Türkei durch Kurden im kurdischen Südosten des Landes und in Istanbul, Ankara und solchen Städten, wo es doch eine große kurdische Minorität gibt. 18 Leute wurden getötet, ein Anwalt in den Kopf geschossen in Istanbul. Die kurdische Menschenmenge wurde sehr wütend. Und Atatürk, der Kopf von Atatürk von einer Statue wurde da rumgeschubst auf der Straße, was etwas ganz Gefährliches ist. Nun, es wird nicht überall das berichtet außerhalb der Türkei, denn die türkischen Medien sind ziemlich stark zensuriert oder limitiert, sagen wir. Es gibt CNN türkische Version, Türk, und während des Aufstandes vor einem Jahr, als das gerade in Istanbul voll am Laufen war, haben sie einen Dokumentarfilm über Pinguine gesandt. Und das hat doch ein bisschen Aufsehen erregt. Und jetzt, wo dieser Aufstand stattfindet und wo gefeuert wird in der Straße, läuft ein Dokumentarfilm am türkischen Fernsehen über die Honigbiene. Aber diese Aufstände sind doch sehr wichtig.
Kabane ist ein wichtiger Moment in der Geschichte des Nahen Ostens. There's a very sort of peculiar situation. Es gibt eine eigenartige Situation in der Opposition gegenüber dem islamischen Staat. Obama hat dieses Verbündeten, diese Verbündetenschaft von diesen 44 Verbündeten den Ländern geschaffen, die gegen den islamischen Staat vorgehen wollen, aber nicht viele tun es wirklich. Und einige davon, wie die Türkei, haben klar gemacht, dass wenn sie sagen, dass ihre eigene kurdische Guerilla-Organisation PKK gerade so schlimm ist wie der islamische Staat, dann möchten sie eigentlich lieber, dass der islamische Staat überlebt als ihre eigenen kurdischen Separatisten. Saudi-Arabia, UAE, United Arab Emirates, Saudi-Arabien, die saudi-arabischen Emirate, Bahrain, die machen da auch mit an, in den Angriffen auf die ISIS, also den islamischen Staat. Aber genau das sind die gleichen Staaten, die sehr viel Geld ausgegeben haben und sehr viele Waffen zur Verfügung gestellt haben, damit die Dschihadistenbewegung in Syrien ihren Anfang nehmen konnte und auch im Irak. Das heißt, die sind dem Ziel nicht wirklich verpflichtet, sich gegen ISIS zu stellen. But and this is what's so strange about this American-led alliance. Und das ist das Eigenartige an dieser von Amerika angeführten Verbündetenschaft, die syrischen Kurden, die Armee, die Hezbollah, die Milizen. Und ich sage das nicht, um zu sagen, das sind jetzt alles tolle Organisationen, aber die sind die, die kämpfen und die hält man auf Distanz. In trying to hold ISIS back. Und man hilft ihnen und versucht, ISIS so zurückzuschlagen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Rezept, das dem Versagen geweiht ist. Und ISIS very acute in being able to exploit hat die Visionen seiner Feinde wirklich sehr gut ausgenutzt. Und was ist die Essenz davon? ISIS wird nicht verschwinden, sondern wenn man auf politische Führer hört, während der letzten Monate in Amerika und jedem Land in Europa, und dann sieht man auf den Fernsehbildschirmen Menschen und Menschen, die sagen, sie werden ISIS ausrotten, aber das ist nicht geschehen, sondern ISIS wird stärker, der islamische Staat wächst und wird stärker. Wo kam diese Organisation her? Sie ist sehr eigenartig. Wie viele andere Organisationen haben denn ihren eigenen Staat ausgerufen in den letzten Jahren? Nicht nur ausgerufen, sondern auch etwas getan diesbezüglich. Es kommt aus dem Krieg heraus, aus dem Krieg in Irak, bis 2003. Und ISIS ist ein Kind des Krieges. Es verbindet religiösen Fanatismus und militärische Expertise, aber seine Führerschaft und seine Kernmitglieder haben alle in Kriegen gegen die Amerikaner gekämpft, die irakische Regierung seit dem Fall Saddam Husseins in 2003 und dann auch wieder in Syrien nach 2011. Wahrscheinlich gab es Offiziere von der alten Armee von Saddam Hussein, die Militärerkenntnisse zur Verfügung stellten. Was ich vermute, weshalb sie so Erfolg haben, ist, weil sie einfach gekämpft haben und das schon während einer langen Zeit. Wenn man gekämpft hat in ziemlich gegen effiziente Armeen wie die amerikanische Armee und nach 10 Jahren noch lebt, ist man wahrscheinlich gut in seinem Kämpfen. Wo kommt der Fanatismus her? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und wahrscheinlich nicht genügend erklärt. The
actual ideology, die eigentliche Ideologie des islamischen Staates ISIS unterscheidet sich nicht so sehr der Variante im Islam, die man Wahhabismus nennt, die man in Saudi-Arabien vorfindet. Der Wahhabismus ist sehr sektiererisch und betrachtet die Schiiten als Nicht-Muslime, betrachtet die Christen als Ketzer, Christen und Juden sind völlig ausgeschlossen. Betrachtet Frauen als etwas zwischen Zweitklassbürger und Tieren. Es ist sehr aggressiv in seinem Bestrafen und Umsetzen des Scharia-Gesetzes, köpft Leute auch außerhalb des islamischen Staates. In Saudi-Arabien geschieht das, und das ist auch das einzige Land, wo Frauen nicht Auto fahren dürfen, in Saudi-Arabien. So auf vielerlei Weise ist, was der islamische Staat glaubt, eigentlich wie der saudische Wahhabismus, den man jetzt bis zu seiner logischsten und gewalttätigsten Konsequenz umsetzt. Wahhabismus. I think one of the sort of trends over the last 40 years. Wenn man die letzten 40 Jahre anschaut und den Wahhabismus, dann kann man einen Trend feststellen, den man wahrscheinlich in Europa und anderswo nicht genügend festgestellt hat. Das ist die Art, wie der saudische Wahhabismus den üblichen Sunnitenglauben übernommen hat. 1,6 Milliarden Muslime, 90% sind Sunniten. Gibt es weltweit? Und der Wahhabismus ist jetzt die dominante Ideologie geworden. Und das bedeutet eine Bedrohung für die religiösen Minoritäten, Christen, Schiiten, Sufis, Jesiden, Juden, wer immer andersgläubig ist, sie können sie weiter aufzählen. Das ist die große Veränderung. 1977 ging ich erstmals nach Bagdad, und es gefiel mir, weil da so vielerlei Menschen lebten, ganz verschiedene Arten von Christen gab es auch dort. Christen, die in den letzten 1600 Jahren dort gelebt haben. Man hatte komische Gruppen wie die Jesiden, die haben den Zoroastrismus drin und etwas vom persischen Glauben. Und ähnlich kann man dann in Damaskus feststellen, dass es Kirchen gibt, die es seit dem Beginn des Christentums gibt. Und jetzt kommt alles zu Ende. Während wir hier reden, sind Christen am Fliehen, die Jesiden sind geflohen, andere Minoritäten sind weggegangen. Und es ist einfach schwer zu sehen, wie sich das alles umkehrt. Wir können über den islamischen Staat reden, aber ich glaube, der saudische Wahhabismus ist es eigentlich, der die Dinge so dramatisch verändert hat in der Region, ohne dass das wirklich wahrgenommen wurde vom Westen oder von außerhalb. Und das stimmt sicher für die muslimische Welt. Ich habe einen Freund in London und er sagte mir kürzlich, dass er dachte, dass wenige Sunniten oder Schiiten in London die Adresse eines Anhängers der Andersgläubigen, also der Schiiten, die Sunniten oder umgekehrt, im Adressbuch haben. Die sprechen nicht miteinander, die kennen sich kaum.
kaum. Aber es gab eine Zeit, wo man einfach sagte, die Schiiten, das sind Muslime, eine andere Art von Muslimen, aber heute werden sie nicht mehr anerkannt als Muslime. Und man sagt nicht viel darüber in den Medien, aber dieser Sektarismus nimmt zu, dort wo kleine schiitische Minoritäten sind, Malaysien, Indonesien zum Beispiel. Ich dachte, es gäbe nicht viele Schiiten in Ägypten. Vor einem Jahr oder so habe ich in einem Dorf gehört, dass vier da aus den Häusern gezerrt wurden und gelüncht auf der Straße. Gelüncht, und das wurde auf YouTube gezeigt. Das war schrecklich. Das ging auch nach Tunesien und überall dort, wo es diese kleinen Minderheiten gibt. Und das betrifft nicht nur die Schiiten, das betrifft auch die Christen. Auch die Christen, wie Sie wissen, wurden ausgewiesen aus Mosul. Dort gab es eine große christliche Minderheit in Mosul. Das ist die zweitgrößte Stadt im Irak, im Norden des Landes. Dort gab es christliche Klöster, und die gab es schon seit 1000 Jahren dort. Da gab es ganz antike christliche Quartiere in einem Teil von Mosul. Ganz, ganz alte Gebäude, die habe ich gesehen, wie aus römischer Zeit, aus dem frühen Mittelalter. Und all das wird jetzt ausgelöscht. Die Kirchen werden zerstört. Das ist ein Regen des Terrors, kann man sagen, der alle Minoritäten im Nahen Osten betrifft. Und im Irak ist es am schlimmsten und in Syrien auch, aber es ist daran, sich noch überall auszubreiten. Wieso gibt es nicht mehr Widerstand dagegen? Ich glaube, wegen dem Reichtum von Saudi-Arabien, das hat das vorangetrieben. Wenn man jemanden hat in Bangladesch, der eine Moschee bauen will, dann braucht er $20,000. Und Saudi-Arabien ist wahrscheinlich das einzige Land, das es ihnen geben wird. Auch in Syrien vor 2011 hat die syrische Regierung, und das war unweise, akzeptiert, dass Saudi-Arabien für viele Imame bezahlt hat. Das heißt, dieser ganze Reichtum wurde benutzt, um die Natur des Islam zu verändern auf ganz signifikante Weise und hat es mehr sektierisch gemacht. Und es gab nicht viel Opposition in Amerika und Europa, weil die Saudis viel Geld haben. Das letzte Mal, als ich hingeschaut hatten die Amerikaner Waffenverträge von 86 Milliarden mit den Saudis. Die Briten hatten auch große Verträge. In Großbritannien, in meinem Land, freuen sich die Politiker immer, wenn sie sagen können, hier ist ein Imam, der ist sektiererisch. Aber man sieht nie, dass sie den saudischen Botschafter herzitieren und sagen, wieso finanzieren die saudischen Milliardäre diese Satellitenfernsehprogramme, die dann von sektierischen Hasspredigern benutzt werden, die sagen, Tod allen Christen, Tod allen Schiiten. Und die sagen, die rufen auf zum Dschihad. Wenn man auf YouTube schaut, findet man Millionen von Menschen, die genau diese Sachen schon angeschaut haben. Das heißt, es hat einen großen Einfluss. Und etwas Eigenartiges daran, in den letzten drei Jahren, ist, dass es wirklich die sektiererischsten Leute wurden, die am meisten die sozialen Medien benutzen. 2011, Sie erinnern sich, sagte man, und ich habe es vielleicht sogar selbst gesagt, dass die sozialen Medien, YouTube und Facebook, und Twitter und so weiter,
Etwas ist, das am Zunehmen wird und positiv ist, weil man es nicht zensurieren kann von offiziellen Stellen. Das heißt, die Polizeistaaten hätten dann weniger Macht, um Informationen zu kontrollieren. Aber es ist etwas anderes geschehen. Die Leute, die sehr clever mit diesen Medien umgehen, das ist der islamische Staat. Und sie haben dort Propaganda drauf, die urzeitlich ist von Natur, aber oft sehr klug, gut hergestellt. Filme, wo man zeigt, wie Leute umgebracht werden, gemordet werden. Und das sind oft sogar gut gemachte Filme. Und sehr effektiv. Ein Grund, weshalb die irakische Armee weggerannt ist, weil sie alle diese Filme gesehen haben, wie irakische Soldaten aus Autos gerissen wurden, in den Kopf geschossen und umgebracht wurden. Und dann haben sie den Mann gezeigt mit seiner militärischen ID-Karte und dann den toten Körper. Sie können sich vorstellen, was für einen Eindruck das hinterlässt auf Soldaten, irakische Soldaten, und was sie dann tun werden, wenn sie so etwas sehen. Und das Gleiche trifft auf die syrische Armee zu. Das heißt, die wurden sehr gewieft im Umgang mit den sozialen Medien. Das sind sehr visuelle Kulturen auf eine Weise. Wenn sie etwas sehen, glauben sie all das. Es muss nicht unbedingt wahr sein. Ich habe einen Freund in der Südtürkei, der hat Kinder gefunden in einem Flüchtlingslager. Die haben ein schreckliches Video betrachtet auf dem Internet, wie man zwei Männer mit Motorsägen köpfte. Aber dann hat er gemerkt, das ist überhaupt nicht vom Nahen Osten, sondern stammt aus einem Drogenkrieg in Mexiko, wo sich Drogenbosse einander gegenüberstanden und wo es zu diesen Tätlichkeiten kam. Aber den Kindern wurde es gezeigt und es stand darauf, das seien Aleviten oder die Alawiten in Syrien, die regierende schiitische Kaste, die Sunniten umbringe. Das wurde behauptet. So können Sie sich vorstellen, was das für einen Eindruck hinterlässt, solche Lügen. Wie ist das unumkehrbar geworden? Ich wünschte, ich könnte sagen, nein. Aber die Situation schaut nicht gut aus. Die irakische Armee und der irakische Staat sind sehr, sehr schwach. The Americans spent, I think, $26 billion. Die Amerikaner haben 26 Milliarden Dollar ausgegeben, um die irakische Armee auszubilden, aber diese Armee ist geflohen. Wieso? Under Saddam, almost all the officers were Sunni, about 95% of them. Saddam waren etwa 95% der Offiziere Sunniten und wenige Schiiten, aber jetzt sind die Schiiten am Regieren und die wollen schiitische Offiziere und da gibt es nicht viele, die gut ausgebildet sind. Ein anderer Grund ist die Korruption. Nachdem Mosul gefallen ist, sprach ich mit einem irakischen General, der jetzt pensioniert ist, und ich fragte, warum ist die Armee nicht weggerannt oder warum rennen sie weg? Er sagt, Korruption, Korruption, Korruption. Die Amerikaner, die haben ihren Nachschub der irakischen Armee übergeben. Das war so im Einklang mit ihrer Wirtschaftsphilosophie, aber eine schlechte Idee im zu diesen Umständen, wo Irak, in denen Irak sich befand, es wäre besser, Nahrung zu geben, gibt man Geld, 600 zu nähren und es sind nur 200 Leute wirklich in der Garnison, werden 200 genährt und das Geld für die restlichen 400 endet sonst in irgendwelchen Taschen. Und so gibt es Checkpoints überall in Irak und Syrien. Als Ausländer kommt man hoffentlich durch, aber wenn man einen Lastwagen führt, muss man bezahlen und all diese Checkpoints, diese Kontrollpunkte, die sind so wie Steuereinzieher und die kriegen sehr viel Geld. Als Konsequenz davon
Being an officer in the Iraqi Wenn man Offizier ist in der irakischen Armee, ist das eine ganz profitable Angelegenheit und man bezahlt dann dafür, wenn man da einen Titel hat in der irakischen Armee. Das kostet etwa $200,000, diesen Job zu bekommen, und man kriegt das Geld zurück, weil man dann diese Einnahmequellen hat, wenn man einen hohen Rang hat im Militär. Which actually wasn't going to fight anybody. Aber zum Schluss führt das zu einer Armee, wo niemand wirklich kämpft. Letztes Jahr war ich in Bagdad und redete mit einem Politiker, und er sagte mir, die irakische Armee kämpft gegen überhaupt niemanden. Wieso nicht? Jo, einige kämpfen vielleicht, sagte ich. Nein, sagte er, das verstehst du nicht. Die haben ihre Jobs gekauft, das sind nicht Soldaten, sondern Investoren. Und die wollen überhaupt nicht an militärischen Aktionen teilnehmen, die sind im Militär, um Geld damit zu verdienen. Und ich war in Bagdad und die Leute sagten mir, Bagdad kann nicht fallen. Weil es sind 7 Millionen, sie haben die schiitische Miliz und Armee. Und wir sagten uns immer das Gleiche, aus diesen Gründen kann Bagdad nicht fallen. Aber ich sage, damals und jetzt, wenn ich zurückdenke, ich bin nicht so sicher, dass das stimmt. Es ist so ein eigenartiger Zustand, den die Amerikaner da hingezüchtet haben, wo man debattiert und man debattiert, ob ein Einfluss aus dem Ausland gut oder schlecht ist. Ich habe das Gefühl, manchmal ist es gerechtfertigt, wie zum Beispiel in Kobane, wo der islamische Staat vorwärts drängt und Leute umbringen will, dann ist es gut, wenn ein amerikanisches Flugzeug Bomben abwirft, um diese Mörder, diese Angreifer aufzuhalten. Aber das Problem in Irak, und das habe ich über Jahre gesehen, wenn man aus dem Ausland kommt und ein Land besetzt, was immer das Motiv ist, es geht trotzdem immer um eigene Interessen, denn das tun Regierungen. Und manchmal stimmen die Interessen überein, aber langfristig stimmen die Interessen nicht mehr überein. Das bedeutet dann, dass Irak jetzt einen sehr korrupten Premierminister hatte, al-Maliki. Warum war er Premierminister? Weil der amerikanische Botschafter ihn ernannte und weil sie da gewisse gemeinsame Interessen hatten. Und die irakische Regierung war eine Art Erschaffung von ausländischen Machthabern. Und so ist sie nicht legitim, erstens, und zweitens hat sie nicht kompetente Leute. Was könnte man jetzt tun? Ich glaube, langfristig, wenn man mit dem IS zu tun hat, wie ich früher sagte, IS kommt aus dem Krieg, ist ein Kind des Krieges. Und ich glaube, da gibt es eine Parallele mit dem Faschismus in Europa, in Italien und Deutschland in den 20er und 30er Jahren. Kam aus dem Ersten Weltkrieg heraus, aus großer Gewalt von Leuten, die es sich gewohnt waren, mit der Welt um sich herum zu kämpfen, Gewalt anzuwenden. Very paranoid, und die große Angst hatten. Und ISIS ist ähnlich. Paranoid, große Angst, sektiererisch. Ein schiitischer Freund von mir sagte, ich habe wirklich das Gefühl, oder ich fühle mich jetzt so wie die Juden wahrscheinlich in Deutschland im 1934, nicht später, aber einfach diese ständige Bedrohung, das ist, was ich fühle. Und da gibt es eine Parallele zwischen was damals in Europa geschah und was jetzt im Irak geschieht. Wie geht man damit um? It seems to me that one thing that should have been done. Es scheint mir, was man hätte tun sollen, aber nicht tat, aber immer noch tun könnte, um den Krieg in Syrien zu beenden.
Das wäre es. Warum ist Irak wieder aufgebrochen, nachdem wir im 2003 den Krieg hatten und dann bis 2007 und dann hat es einen Ausklang gefunden und dann im 2010 wieder kam? Das ist ja nicht zufriedenstellend. Die Sunniten waren nicht zufrieden, aber die konnten nicht viel tun. Es gab weniger Gewalt. Und jetzt sagt man, Malaki ist schuld daran und die Verfolgung der Sunniten ist schuld daran. Aber ich glaube, was geschah, ist sehr einfach. Der syrische Krieg begann und das ist 60% sunnitisch-arabisch. Und was ISIS betrifft, war das eine viel größere Gelegenheit und das hat Irak destabilisiert. Die Saudis haben angefangen, Geld auszugeben und diese Organisationen zu finanzieren. Und der Außenminister von Irak sagte, wenn dieser Krieg in Syrien weitergeht, gibt es bald einen Bürgerkrieg. Nicht, weil die Iraker es nicht hätten kommen sehen, aber sie konnten nicht viel dagegen unternehmen. Der Krieg in Syrien wurde wirklich unterschätzt von Mächten außerhalb in 2011 und 2012. Man hat gedacht, dass Assad stürzen werde, wie es mit Gaddafi geschah. Ich dachte, es würde nicht geschehen, denn er hat von 14 Provinzen immer noch 13 unter seiner Kontrolle. Er ist stark. Gaddafi dagegen war isoliert, aber sie waren davon überzeugt. Und so wurde nur einfach verhandelt zwischen USA und den anderen auf einer Plattform der Transition, wo man sagt, Assad würde dann gehen. Aber Assad kontrollierte das meiste des Landes und er wollte nicht gehen. Oder würde nicht gehen. Das heißt, die Friedensverhandlungen, das Genf II zu Beginn des Jahres, hat man gesagt, er muss gehen. Aber das hat gleichzeitig das Rezept geliefert, dass der Krieg weitergeht. Das ist wichtig, denn das ist die Grundlage, auf der IS, der islamische Staat, so blüht. Sie wissen, wie man mit Krieg umgeht. Viel anderes wissen sie nicht, aber mit Krieg schon. Dass sie wie die islamischen Khmer Rouge. Ich weiß nicht, wer sich noch erinnert, was 1970 in Kambodscha geschah, aber da gab es so idealistische, fanatische Gruppen und die sind mit extremer Gewalt umgegangen. Den Menschen haben 1 Million der eigenen Leute gemordet und gefoltert und die sind ähnlich dem islamischen Staat auf eine Weise. Wie kann man so eine Gruppe besiegen? Ich glaube, das Erste, was man tut, ist, man versucht, den Krieg zu reduzieren. In Syrien, die Leute fragen, was ist die Lösung? Ich glaube, es gibt keine Lösung, weil sich die Leute zu sehr hassen. Aber was man tun könnte, wenn man die Unterstützung von Iran und Saudi-Arabien, Amerika und Russland hätte, wäre Waffenstillstände zustande bringen und die Gewalt reduzieren. Das muss zuerst geschehen. Erst danach kann man verhandeln zwischen Menschen. Sonst haben wir, was wir in Nordirland haben, das ist die Politik der letzten Gräueltaten, nannten wir das. Und das hat alles dominiert. Und ich glaube, das ist machbar, wenn die großen Mächte da eine verantwortungsvollere Haltung einnehmen würden. Sonst, glaube ich, können sie es versuchen auszukämpfen mit ISIS. Aber sie haben eine Gruppe, die sagt, Märtyrertum ist das Zentrum unserer Ideologie. Man wird ja umgebracht, wenn man kämpft, und das ist dann ein Ausdruck des Glaubens, sagen sie. Du gehst direkt ins Paradies, sagen sie. Und diese lokale sunnitische Bevölkerung hat die Hoffnung, dass sie schlussendlich
dann in diesem islamischen Staat. I think that this is very naive. I mean, how do you turn on people who are incredibly violent, very well organized, expecting a stab on the back? Dass es dann gut laufen wird, aber das ist einfach naiv. Diese Leute werden dich zuerst umbringen, die werden dir in den Rücken fallen. So, das wird nicht gut ausgehen. Ich glaube, für die meisten Minderheiten im Nahen Osten, in Bagdad und in Syrien, die möchten einfach jetzt nur noch weg. Die sehen dort keine Zukunft mehr in diesen Ländern. Und die einzige Art, wie man denen helfen kann, die zurückbleiben, ist, indem man diesen Krieg beendet in Syrien. Dieser Krieg, der die ganze Region auffrisst und zerstört.